Ihre Wände sind feucht? Haben Sie schon alles versucht und Sie wissen nicht, was Sie tun sollen? Sie können das Problem auf drei mögliche Arten lösen. Verhalten Nummer 1. Sie entscheiden sich, nicht zu unternehmen, weil Sie denken, dass die Kosten für die Sanierung Einrichtungen zu hoch sind. Oder weil Sie einfach damit einverstanden sind, dass die Feuchtigkeit in einem bestimmten Raum herrscht. Weil Sie Käse und Salami reifen lassen. Das geht allenfalls im Keller und nicht im Wohnzimmer. Verhalten Nummer 2. 92% derer, die Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit haben, wenden sich ohne ihr Wissen den Lösungsvorschlägen der entfeuchtenden Putzindustrie zu. 80% dieser Putze basieren auf Zement und 20% auf natürlichem Kalk. Diese Lösungen lösen nicht die Ursache, die das Phänomen auslöst, sondern beseitigen das ästhetische Problem nur für einen bestimmten Zeitraum. Und dann muss der Anwerker in regelmäßigen Abständen wiederkommen, um das Produkt neu zu arrangieren. Da die Luftfeuchtigkeit weiter steigt und durch die Wände verdunstet. Und dann hat der Kunde nicht die Ursache des Problems gelöst, sondern nur die ästhetische Wirkung für einen begrenzten Zeitraum. Er nahm die Kopfschmerztablette, verstand aber nicht, warum er die Kopfschmerzen hat. Die Putze und Oberflächen müssen wiederhergestellt werden, aber erst, nachdem die Ursache des Problems endgültig beseitigt ist. Leider werden nur 8% des Problems mit Kognizanz und im Bewusstsein der Situation an diejenigen gerichtet, die das Problem an der Wurzel lösen und dem Kunden zeigen, dass ihr Eigentum diese Pathologie dank genauer Messungen im Laufe der Zeit endgültig beseitigt hat. So dass nicht nur das Problem für immer gelöst, sondern auch das garantierte Trocknungsergebnis ihres Eigentums gemessen und den Kunden mit den Daten in der Hand gezeigt wird. Darüber hinaus bieten wir eine 360-Grad-Beratung für eine perfekte Restaurierung an.